Wir haben schon vieles Rosenmontag in Lisbon erlebt. Klirrende Kälte, Schnee und auch Sonnenschein. Dass das Wetter nicht mitspielt, hat es beim Rosenmontagsumzug in Lisbon eigentlich noch nicht gegeben. Bis zum Jahre 1987. Da regnete es sprichwörtlich aus Eimern, als sich 20 originelle Festwagen und ebenso viele Fuß- und Musikgruppen ihren Weg durchs Dorf bahnten. Gut dran waren die, welche sich mit Schirmen, Stiefeln und Öljacken ausgerüstet hatten. Wegen des Dauerregens waren deutlich weniger Zuschauer als in den Vorjahren nach Lisbon gekommen. Dass der Rosenmontagsumzug dennoch nicht ins Wasser fiel, ist allein dem Idealismus der Veranstalter und der Akteure sowie der Begeisterung der Zuschauer zuzuschreiben. Doch trotz aller Begeisterung legten schließlich alle einen Zahn zu, um das Ganze schnell hinter sich zu bekommen.